Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warlords of New York hier bei uns The Division 2, was wir gerade hier zocken. The Ranger freut sich unheimlich, dass er James Dragoff aus dem Spiel genommen hat. James Dragoff ist jetzt endgültig in Rente geschickt. So, das war ja das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir sind mittlerweile wieder zurück am Kontrollpunkt und werden uns gleich der nächsten Mission zuwenden. Dem letzten Punkt, was wir noch machen müssen, nämlich hier runter ans Pier, um dann hier das Ganze abzuschließen. Agent, Benitez hat die Aktivitäten der Rikers unter die Lupe genommen. Ich weiß jetzt, wie Dragos Leute den Nachschub für China herschaffen. Pier 26. Eine Wache hat Rikers gesehen, die Kisten in diese Richtung getragen haben. Wir haben nicht genug Leute, um den Pier zu sichern. Aber China darf den Nachschub nicht kriegen. So sieht's im Moment aus. Mir egal, wen Sie dafür ausschalten müssen. Erledigen Sie das. Tja, und dafür sind wir ja schließlich hier, um diese Dinge zu erledigen. Okay. Fängt es jetzt hier an zu schneien? Oh. Okay, bevor es losgeht, lassen wir es noch einmal ganz kurz. Knallen. Okay, finde ich einfach toll, wunderbar. Und hier haben wir auch nochmal so einen Teil. Ui. Gut, sehr schön. Okay. Also Freunde, dann laufen wir mal zum Pier. In der Zwischenzeit habe ich auch die Hauptwaffe hier gewechselt. Wir haben ein neues Sturmgewehr mit 37k Schaden. Ja, damit sollten wir doch auf jeden Fall weiterkommen. Gut. So, die Weihnachtsmusik verstummt und wir wenden uns der Realität zu, einem verwüsteten und zerstörten New York, und sind jetzt auf dem Weg zum Pier. Da links müssen wir hin. So, da müssen wir durchkommen. Okay. Ja, und das Wetter meint es auch nicht gut mit uns. Okay, da rechts sind ein paar. Oh, beinahe gesehen. Na, dann schauen wir mal, wie gut unsere neue Waffe ist. Naja, nicht ganz so stabil, aber eine hohe Feuerrate. So. Okay, wir müssen doch rechts hier rechts rum. Sonst scheinen wir nicht den Eingang finden zu können. So, hier links, und da ist Pier 26. Da müssen wir hin. Okay. Auf der Bank liegt noch was, das werden wir uns anhören. China droht Dragoff. War was unklar? Bevormunde mich nicht, China. Es ist eine ernst gemeinte Frage, denn ihr habt immer noch nicht geliefert. Du kannst dir doch vorstellen, dass unsere Operation Süd Zeit kostet, oder? Sehe ich so aus, als würden mich eure Probleme... Dragoffs Nachschub darf China nicht erreichen. Vorausgesetzt, er ist nicht schon dort. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Sehen Sie sich um. Mal schauen, was Sie finden. Habt ihr es nicht gehört? Was denn? Na, die Division hat Dragoff in der Wall Street fertig gemacht. Scheiße. Andererseits, keine Kisten mehr. Lass den Scheiß. Dragoff war das Beste, was uns nach dem Tod von Barrett passiert ist. Okay. So, dann bereiten wir mal die Party vor. Na,
Das können wir gleich wieder aufnehmen. Okay. Ah ja. So, brauchen wir eine bessere Stellung. Da ist etwas erhöht. Ob natürlich jetzt dann sofort die beste Deckung bietet, weiß ich nicht, aber für den Moment ist es gut. Hoch sollst du. Das war leicht. Da kommt noch einer. Oh, zwei. Und auch die werden freundlich von mir empfangen. So, da hinten ist noch einer. Oh ja. Oh, nicht so gut. Ja, gar kein Ende. So, irgendwo treibt sich noch einer rum. Ach, da hinten. Dann nehmen wir ihn auch mal aus dem Spiel. Feierabend. Sehr schön. Man lässt nicht so viele Leute ein leeres Gebäude bewachen. Na. Die Rikers wollen hier irgendwas. Aktuelle Luftaufnahmen zeigen einen Chemikalienaustritt im Osten und einige Rikers im Norden. Das könnte mit Chinas Biowaffe zu tun haben. Checken Sie beides. Wir müssen wissen, was da los ist. Ja, gerne. Ich checke. Sozusagen bin ich Checkoff. Okay. Munition schon auffüllen. Einen kurzen Blick, ob das der Hudson ist. Man weiß es nicht. So. Kurzer Screenshot. Und weiter im Konzept. Agent braucht Verstärkung. Aerosol-Chemikalien-Ausrüstung entdeckt. So, dann bringen wir mal das Geschütz da oben hin. Na. Legen wir es da hin? Will nicht. Okay. Nein, will nicht. Gut, probieren wir eine andere Position. Jetzt hab ich dich! Ja, und ich habe hier eine gute Position, hoffe ich doch. So. Aufpassen, dass mir keiner in den Rücken fällt. So, da ist noch einer. So, jetzt kommen sie von da. Okay.
Sehr schön, dann hätten wir jetzt hier aufgeräumt. Aerosolchemikalien zerstört. Noch ein bisschen einsammeln hier. Material. Chemikaliendruck verringert. So, da hinten gibt es auch noch was zu zerstören. Dazu müssen wir aber wieder runter. Ja. Yep. Oder? Ah ja, okay. Exothermische Reaktion eingeleitet. Echo in der Nähe. Ja, das schauen wir uns doch gleich mal an. So, der Junge ist ja gut zu Fuß. Dann schauen wir mal, was uns hier dieses Echo mitzuteilen hat. Das ist zwar kein WAC-6, aber das geht. Nein, das tut es nicht. Diese Mischung verteilt sich nicht korrekt unter Druck. Wir befolgen deine Anweisung. Wenn du eine andere Formel hast, dann nur zu. Her damit. Keiner dieser Jungs ist ein Chemiker. In ihren Akten steht was anderes. Hör auf mit dem Scheiß. Meine Instruktionen wurden ausführlich getestet. Wenn deine Jungs sie nicht befolgen können, will ich andere. Fuck! Bring die Reaktion unter Kontrolle! Das hört gar nicht auf! Dann weg damit, du Idiot! Das sieht aus, als würdest du hier Top-Qualität abliefern, Dragoff. Ach, leck mich doch. Ich störe ja nur ungern die Party, aber ich habe die Analyse von Isaacs Daten aus der Wall Street beendet. Sieht nicht gut aus. Die Anwendungsfälle schließen Aerosol-Verteilmechanismen und Virenzuchtkulturen ein. Dragoff hilft China bei seiner Biowaffe. Wir müssen diese ganze Operation stoppen. Agent, sichern Sie die Nordseite des Piers. Der Nachschub, den die Rikers vorbereitet haben, muss in Flammen aufgehen. Die Rikers dürfen das Zeug auf keinen Fall vom Dock schaffen. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich. So, hier ist die Chemieküche. Okay. Sehr schön. Also, weiter geht's. Oh ja, nicht vergessen, immer mit genügend Munition in den Kampf. So. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, die Jungs haben mich anscheinend schon entdeckt. Oder wissen Bescheid. Ups. Rüstung ist keine Hilfe mehr. Oh ja. Diese leichten Fußsoldaten. Okay. Irgendjemand ärgert mich von da. Und schon wieder kommt da was. Heidenei. Na also. Ja, das verbleibende Lager aufspüren. Auch das werden wir hinbekommen. So. Ein paar Raketen aufnehmen. Ein bisschen Keramik. So. Hm.
Und dann werden wir mal die Kraftstoffpumpe aktivieren. Kraftstoffpumpe aktiviert. Ihre Ideen gefallen mir, Agent. Und am besten... Ist der Kran erst voller Benzin, bleibt nichts mehr davon übrig. Yep. Verteidigen wir wieder mal von oben. Oh. Ja, das kommt davon, wenn man den Kopf zu weit rausstreckt. Ja, er macht das schon cleverer. Aber es hat ihm nichts genützt. So, was haben wir denn da noch? Da lungert noch einer rum. Da drüben lungert noch einer. Meint, er müsste eine Handgranate werfen? Naja, das war dann wohl ein klassischer Rohrkrepierer. So, haben wir da noch was? Oh ja, da ist noch ein ganz böser. So, um den da hinten soll sich die Drohne kümmern. Um den da kümmere ich mich. Macht's nicht wie dieser Penner. Huch. Ja, da werden wir mal schweres Geschütz aufführen. So. Ja, die wird wohl die nicht bekommen. So, jetzt haben wir. Die Dieselwolke entzünden. Ah ja. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Kriegen wir das von hier hin? Ja. Das war gute Arbeit, Agent. Wir haben Chinas Biowaffenproduktion zurückgeworfen. Vielleicht glaubt er, dass er das im Sack hat. Aber da irrt er sich. Da bin ich mir nicht so sicher. Er hatte viel Zeit dafür. Vielleicht brauchen wir Hilfe von außen. Aber vorerst haben wir gesiegt. Abtrünniger Agent gestorben. Dragoff war eine große Nummer in Lower Manhattan. Er hat die Rikers um sich geschart und vereint und noch dazu eine große Menge Vorräte gehortet. Er hinterlässt ein ziemliches Machtvakuum. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Ich schicke ein Team zur Bergung der Chemikalien an Pier. Sie sind ein Gewinn für uns, aber wer weiß, wie viel davon Dragoff schon an China geliefert hat. Faye, hier Kelso. Gibt's was Neues zu China? Naja, ich habe seine Kommunikation mit den anderen Zielen verfolgt. Wir wissen zumindest, dass er noch in New York ist. Aber das Signal geht über so viele Relais, dass man nicht sagen kann, wo es herkommt. Zumindest wissen wir, dass wir keinen Geist jagen. Das fände ich nicht einmal schlimm. Dann wäre der Bastard wenigstens schon tot. Hm, okay. Somit hätten wir jetzt den dritten aus dem Spiel genommen und das vierte Ass, das Aaron Kina hat oder hatte, ist Javier Kajika. Den müssen wir jetzt uns als nächstes schnappen. Okay, aber... Das werden wir dann in der nächsten Folge uns ansehen, wenn wir wieder von Pier 26 weggehen und uns dann um das letzte Viertel hier in New York kümmern. Ja, Freunde, wie immer heißt es, an der Stelle werden wir ein kleines Tänzchen machen. Schauen uns den Kollegen dabei an. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für euer Zusehen, für euer Interesse hier bei mir auf dem Kanal. Ich, der Badenfarmer, bedanke mich recht herzlich bei euch und
freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr hier wieder zuschaltet bei Warlords of New York. Bis dann. Tschüss, ciao. Cheerio.